willkommen zu einer neuen Folge Kamichönig. Ja, heute wieder ist mit dabei der Hanke. Hallo Biene. Hallo. Ja, ich bin hier und schau in die Luft. Oder tanke frische Luft, weil in der Werkstatt ist ziemlich warm. Hier haben wir ein Auto, das war ja ein Wunschauto von Jan. Und das Auto hier ist ja der Challenge-Wagen, ne? Haben wir beide fertig jetzt. So, ja. Den Wagen verkaufe ich mal. Da habe ich schon das Einverständnis. Zack, alles 100%. Und wir kriegen 54.860 Zeher. Muss sagen, für das, dass er getunt ist, ist wenig, finde ich. Ja. Ja. Hätte ich noch mehr tunen können, vielleicht. Aber ja, ist okay. Und das Auto ist weg. Tschüss. Juhu, Bina hat Geld gekriegt. Ja. Ja, ich gehe auch bei meiner frischen Luft. Hier steht unser Challenge-Wagen nämlich bei mir gerade auf dem Hof. Genau. Wir hatten beide einen Jäger, so ein Golf 2 Verschnitt. Und wir hatten ihn, jeder hat ihn so hergerichtet, wie er wollte. Halt ohne Tuning, haben wir ihn vorhin dann schon gesagt. Genau. Und ja, schauen wir mal, wie viel Gewinn wir haben. Wir schauen nach dem Gewinn, ne? Ja. Jo. Was sagt dein Gewinn? Mein Gewinn sagt 55.411. Gewinn oder Verkaufswert? Gewinn. Okay, Biene, du hast gewonnen. Ich ziehe den Hut vor dir. Wie viel hast du? Ich habe einen Gewinn von 34.028 Credits. Mhm. Und Verkaufswert von 54.454. Verkaufswert habe ich 68.488. Ich sag ja, ich ziehe den Hut vor dir, du hast gewonnen. Was krieg ich? Herzlichen Glückwunsch. Ja, das muss ich mir noch überlegen, was du kriegst. Ja. So, das heißt, ich darf das Auto behalten. Ja, und ich muss bei verkaufen. Mhm. Tschüss, genau, Jäger. Das könnte man auch so machen. Der Verlierer muss verkaufen, ich behalte ihn. Genau. Ja. Passt. Warte mal eben. Was hast du an Kaufpreis gehabt? Moment. Kaufpreis? Kaufpreis war 13.077. Okay, da habe ich 20.426. Ja. Du hast... Nichtsdestotrotz, lieber Jäger, bye bye! Du hast mehr bezahlt für das Fahrzeug, hast aber weniger rausbekommen. Ja. Ich habe weniger bezahlt, habe mehr dafür rausbekommen. Ja. Was läuft da schief? Ist halt so. Weiß ich nicht, aber ist nicht schlimm. Ja. Ich geb mich geschlagen. Ja. Ja, dann müssen wir demnächst doch eine Challenge machen, ne? Auf jeden Fall. Ich geb dir eine Revanche. Ja. Ja. So, mein nächstes Projekt seht ihr schon hier. Haha. Das sind zwei dieselben Autos. Da Porsche GT und da ebenfalls Porsche GT. Oha. Ja. Jetzt macht wieder ein Doppelprojekt.
Ein Doppelprojekt, ja, ein Doppelnoppel. Aber bevor ich ein Doppelpoppel mache, gehe ich mal Doppelmoppel waschen. Ja. Einmal eins in die Anlage. Ich baue derweil mein Nissan GT-R aus, dann doch. Schauen wir mal, was überbleibt außer der Rost. Ey, gar nicht so schlimm. Gut. Das ist, Gar nicht so schlimm. ja, nicht so schlimm hier. Aber die Innenausstattung ist schon. Bleh. Das ist schon mehr. Tja, das hast du manchmal, ne? Dieser ist gewaschen. Nächste. Der nächste bitte. Einmal waschen bitte. Wow. Was? Lass mich raten, sieht auch nicht so schlimm aus. Nee. Respekt. Wie gesagt, Innenausstattung, aber sonst nicht so schlimm. Nur das ist gut. Was ich vorhab? Wenn Nein. man zwei selben, die zwei selben Autos hat, ja, Ja. und man tauscht den Motor von einem, von dem Auto in dem anderen denselben Auto, gibt es eine Trophäe. Okay. Und das will ich versuchen, deswegen die zwei selben Autos. Okay, das wusste ich nicht. Ja, schauen wir mal, ob ich es richtig verstanden habe, wie die das meinen. Probieren. Probieren geht über Studieren. Genau. Also, falls nicht gelingt, habe ich irgendwas falsch gemacht. Zur Info. Ich fange wie immer mit der Karosserie an. Ja. Was diesmal mehr ist als bei den anderen Autos. So. Kannst ja nicht immer nur Schrottautos haben, ne? Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja. Ach ja. Zack. Zack. Zack, zack, zack. So, nicht? Dann gehe ich hier auch raus. Grauslich. Ist ja grauslich. Ja. Komm her, jetzt in die Lagerbuchse. Hä? Wieso hat der? Hä? Ich höre immer nur hey. Ja. Mein GTR, den ich hier aufbaue oder gerade auseinanderbaue, der hat zwei Getriebe. Oh, cool. Ja, das wundert mich aber gerade so ein bisschen. Vielleicht Das hat hatte ich eins noch nicht. nie. Vielleicht hat eins nicht gereicht. Ah, das kann sein. Ein Auto mit zwei Getriebe. Ja. Deswegen gerade. Genau. Weil, wie gesagt, ich hatte es dort nicht mit zwei getrieben. Hat er auch noch nie mit zwei getrieben? Was? Kann man jetzt falsch verstehen? Könnte man falsch verstehen. Könnte man falsch verstehen. Hat es auch noch nie mit zwei getrieben? Ja. Mal gucken, wo ich das ausbauen muss. Die zwei Getriebenen. Nee, das hintere Getriebe. Ach Gott, ich bin schon wieder so doof im Kopf.
Nein, du bist nicht doof im Kopf. Die Getrieben. Die Getriebenen. Was? Die haben es ja wohl getrieben, die Getriebenen. Was? Ja. Doof. Wir schauen mal, was ich zum Reparieren gehe. Was ich schaffe, was nicht. Beziehungsweise. Ja. Das dauert, glaube ich, bei mir noch. Ach, jetzt kann ich das Getriebe doch restauren. Cool. 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 Ey, veräppelt mich die Biene. Cool. Jetzt sag ich, die Biene veräppelt mich schon wieder. Nee. Doch. Will ich nie tun. Das kann ich doch nicht. Nehme ich dir nicht ab. Klar. Ich schaff sowas nicht. Nee, soll ich sowas nicht sagen? Ich schaff sowas gar nicht, jemanden zu veräppeln. Klar. 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 Nein. Doch. Nein. Hä? Also, wie viel Getriebe hat der denn da drinne? Noch eins? Ja. Alter Schwede, das geht ja gar nicht. Nee. Das geht gar nicht. Nee, ich habe jetzt drei Getriebe ausgebaut. Oh, drei Getriebenen. Na, flotte Dreier geht immer. Ja. Ja. Feldfinster. Stehst wohl drauf, wa? Noch nie gehabt, aber ihr könnt es mal versuchen. Das Thema zinkt irgendwie gerade, ja? Ich wollte da gerade nicht so viel zu sagen. Das hat mir gerade so ein bisschen die Sprache verschlagen. Wieso? Naja, du hast gerade gesagt, das könnte man ja mal probieren. Das heißt nicht, dass ich es mache. Da bin ich mir bei dir gar nicht so sicher, ne? Wenn, dann müssen ja drei sein, die was sich untereinander auch verstehen. Ja, klar, das ja. Das sowieso. Ich glaube, für sowas bin ich gar nicht der Typ. Mir reicht schon einer. Okay. Mhm. So, anderes Thema wieder. Sonst werden die Zuschauer geil. Vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass es noch nicht ganz zu spät. Eben drum, ja. Nicht ganz zu spät. Nicht, dass YouTuber irgendwann sagt, der Inhalt ist nicht mehr jugendfrei. Ja, dann gibt es halt ein Kamechanik F18? Ja, mindestens F18. Das wäre mal was, ne? Ja. Muss man um 22 Uhr aufnehmen oder später mal und dann nur ordinär reden. Naja, man kann es ja auch früher aufnehmen, man darf es vielleicht halt dann erst ab einer gewissen Uhrzeit hochladen, ne? Naja, aber ob YouTube das lässt, das ist das Frage. Ja, wenn das Kennzeichen ist ab 18, warum nicht? Mhm. Genau, wo so Alter, die ganzen anderen Seiten gehen ja auch hin. Ja. Ja, du darfst das denn nur nicht eben als
kinderfreundlich markieren, ne? Nicht? Nee. Du verstehst sie Wenn noch du nicht. solche, ich glaube, wenn du solche Themen hast, ich glaube dann nicht mehr. So kinderfreundlich. Ja. Aber ist auch nichts Schlimmes dran. Nein, das ist die Stunde, aber du weißt ja, wie YouTube manchmal sein kann. Weiß nicht, ich kenne YouTube nicht. Nee? Nee, nicht so persönlich. Also ich habe bei unserem Informationsvideo, was wir für ein NS gemacht haben, ne? Habe ich eine Nachricht gekriegt, dass das irgendwie, was da stand da? Irgendwas stand da drinne, dass das irgendwie urheberrechtlich geschützt irgendwie war. Ich habe zwar nicht herausgefunden, was da dann urheberrechtlich geschützt war. Ach so, das meinens, weil du das vorgelesen hast, was der Update war. Das heißt ja eigentlich den, die was das gemacht haben, fragen müssen anscheinend, ob du das vorlesen darfst. Okay. Das meine die Urheber richtig. Okay. Das Vorlesen hätte es vielleicht nicht dürfen. Naja. Aber ist das ja Video nicht ist weiter noch oben, also. Ja. Das Video ist noch oben. Ich habe auch, wenn du über YouTube Studio guckst, habe ich da ja raufgeklickt gehabt. Und da stand drin, dass derjenige nichts dagegen hat. Okay. Ohne dass du ihn gefragt hast? Jo. Okay. Ah, dann hat YouTube denjenigen gefragt, anscheinend. Das kann sein, ja. Ja, so mit Vorlesen. Nimm mal ihn vorsichtig. Habe ich mir auch nichts bei gedacht, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt nichts bei gedacht. Ja, beim nächsten Mal dann. Ja. Beim nächsten Update, wo wir ein neues Safe Game brauchen. Nein. Oder glaubst du nicht, dass wieder ein Update kommt mit demselben Ding? Wenn Pech hast, ja. Eben. Ich habe ja noch nicht herausgefunden, ob jetzt die BGA funktioniert. Ich auch nicht. Die BGA ist auch nicht ganz wichtig. Motor auseinanderbohren ist langweilig. Es geht. Sagst du ja. Es geht. Es geht. Es geht. So, ich brauche den Ständer. Den Ständer brauchst du? Alle, die noch keinen Ständer haben, holen sich jetzt bitte einen runter. Ey, was sind das für Themen heute von dir? Ich weiß nicht. Kann das sein, dass wir heute ein bisschen versaut sind? Kann das sein? Ich weiß es nicht, ob es heute sein kann oder morgen. Keine Ahnung. Also ich muss öfters mit dir abends aufnehmen. Wieso? Du hast abends gute Themen. Ey, geile Themen, oder? Siehst du? Und manche sagen, mit mir ist kein Entertainment. Doch. Ja, also von meiner Seite schon. Siehst du? Ein sehr gutes Entertainment. Ja. Dann sollte derjenige, der das meint, sich das Video mal angucken. Tut er nicht. Drum kann ich ja sowas sagen. Ja. Du. Aber ich habe mit demjenigen keinen Kontakt mehr.
Nee, ich weiß. Nix mehr. Nada. Ich weiß. So, der Motor hängt am Ständer. Wieder mal am Ständer. Ja, wieder ein Motor am Ständer. Ich habe lauter Motorständer. Das, was nützt, wenn der Motor einen Ständer hat. Weiß ich nicht. Frag den Motor mal. Ja, gibt mir keine Antwort. Gibt dir keine Antwort, dann hast du den Motor nicht richtig erzogen. Ja, wie die meisten Männer geben mir auch keine Antwort. Dann hast du die Männer falsch erzogen. Oder gar nicht, die sind nicht erzogen. Ja. Falsch. Vor allem die meisten Männer, aber komischerweise die älteren Männer, wissen oft gar nicht, was sie wollen. Das stimmt wohl. Ja. Sie stehen zwar mit beiden Beinen im Leben, ja, aber im Endeffekt wissen sie nicht, was sie wollen. Vom Kopf aus sind sie noch kindlich. Ja, das stimmt wohl. Ah, ich habe heute Schneeballschlacht gemacht mit meinen Kollegen. Darum sagen wir, die meisten Männer wissen nicht, was sie wollen. Weil ich Schneeballschlacht gemacht habe? Oh ja, du hast gewusst, was du willst, eine Schneeballschlacht, okay. Ja, ich habe zu dir gesagt, ich habe heute mit meinen Kollegen eine Schneeballschlacht gemacht und du sagst, die meisten Männer wissen nicht, was sie wollen. Verwirrt. Ja, so leichte, ne? Ja, Egal. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste den Schneeball werfen. Ich konnte nicht widerstehen, das sage ich, wenn ich einen Kuchen esse. Kuchen? Ja, das wäre auch jetzt was Leckeres. Zuerst das richtige unter der Gürtellinie Thema, dann kommt so ein leichtes Männerthema und jetzt ein Essensthema. Wow! Ja, wir sind heute Multitasking. Wir haben richtig schnellen Themawechsel, Leute, heute. Ja. Nach dem Essen kommt was? Entweder eine Zigarette rauchen oder eine Frau missbrauchen. Naja, Frau missbrauchen haben wir schon gehabt, ne? Gleich als Erster. Ja, dann müssen wir eine Zigarette rauchen. Ich rauche nicht, also das geht, ist deine Angelegenheit. Ach ja, die Biene hat ja aufgehört. Ja. Ja, Obwohl ich habe im Moment. manchmal wünsche ich mir schon eine. Zur Beruhigung. Glaube ich dir. Ja, glaube ich dir. Aber ich halte mich zurück. Ja. Hey, das erste Auto ist leer unten. Da war ich aber schnell Juhu. jetzt. Bist du deppert? Siehst du, Weiß ich nicht. man braucht nur ein interessantes Thema machen und das geht wie geschmiert. Das stimmt, ja. Das rennt wie geschmiert. Ja. Geölt und gepudert. Wow. Nicht falsch verstehen, gepudert, nicht gepudert. Ja, ich hab's schon richtig verstanden. Ja. Zwei ist es, oder? Ja.
Zack. Den ganzen Rost weg, schweißen. Das ist bei mir schon alles passiert. So, wir mal das. Welche Farbe machen wir denn? Die guckt schon nach einer Farbe. Ja, die, ich meine, die, was jetzt ist, schaut an und für sich nicht schlecht aus. Aber ich möchte meinen eigenen, meinen letzten Schliff noch beibringen. Also noch dazu fügen, sage ich einmal. Okay. So ein kleines Puh, verstehst? Ja. Ein leichtes An. Puh, lalalalalala. Ich verstehe. Ich bin halt blöd drauf. Du bist nicht blöd drauf, du bist gut drauf. Das ist der Kaffee. Egal, dann trink mehr Kaffee. Wenn du davon gut drauf bist, ja, das ist nur, das ist nur heute so anscheinend. Guten Tag erwischt, wa? Ja, Montag ist immer so ein guter Tag eigentlich. Wenig los und so weiter. So, ich muss nicht verschreien, aber das Reparieren gelingt gerade auch ein bisschen besser. Ein bisschen. Lecker. Juhu! Repariert. Ach Gott, ich hab's verschrien. Schießtrack. Ja, warum machst du sowas? Ich hab eh leise gesprochen. Ja, anscheinend nicht leise genug. Anscheinend. Gib bitte. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und so halt. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich gleich mal eben nach einer Farbe für den Wagen. Könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Ja, ich überlege auch schon so im Hinterkopf mehr. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich den nicht mal in eine Lackierwerkstatt stelle. Gleich haben wir es geschafft, gleich können wir speisen. Was? Juhu, speisen. Essen. 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 Apropos Essen, ich habe hier noch eine Apfeltasche. Das ist jetzt fies. Das ist jetzt ganz fies, Biene. Wieso? Ja, bin ich nicht mehr zufrieden. Nicht? Nee. Warum denn nicht? Weil ich keine hab. Du hast keine? Nein. Ja, was machen wir denn da? Und wo hab ich den jetzt hingepackt? Scheiße. Oh nee, sag nicht, ich hab den wieder in der Garage gepackt, ey. Du Dolm. Ja, ich Dolm. Abdrehen.
Also verkauft habe ich ihn nicht, das weiß ich. Aber in der Garage steht er auch nicht. Wo nein, ich den Blödsinn. Hingestellt? Falsches Auto. Da habe ich ihn nicht hingestellt. Da habe ich ihn nicht hingestellt. Wo habe ich den denn hingestellt jetzt? Das weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Du stellst immer deine Sachen weg? Ja. Irgendwie ist der Wagen weg. Und der Wagen weg. Veräppeln kann ich mich selber, Biene. Ja, dann mach das. Mach ich doch. Wie denn? Wo steht der denn? Wo ist der denn? Der Scheißwagen. Vielleicht steht er vor deiner Tür. Nein, da steht er eben nicht. Da habe ich ja gerade einen Screenshot gemacht. Vor deiner Haustür, meine ich. Ja. Da ist er doch. Naja, einer verschmeißt seine Autos. Nee, das nicht. Schon 100%. 100%. Achsen. Achsschenkel. 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 Den brauche ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Passt. Achsschenkel. Arschschenkel, nein. Ist ja nicht so ordinär. Feder demontieren. Hallo. Ja, so ist das. So, desto trotz, wir haben eine halbe Stunde erreicht. Schon? Ich werde jetzt meine... Ja. Wie ist die Zeit hin? Weiß ich nicht. Ich habe gerade mal noch keinen Decker eingekauft. Noch keinen Decker. Ja. Lecker mio. Aber desto trotz, ich werde jetzt meine Folge hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte. Hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir den GTR fertigstellen. Ich werde offscreen die Teile alle einkaufen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Naja, da die Folge schon um ist oder die Zeit um ist, werde ich hier auch meine Folge beenden und wünsche euch einen schönen Abend noch. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, wie es funktioniert. Und bis demnächst. Ciao, ciao.